Okay. Ja, das ist da links holen wir uns als nächstes. Also, und danach meine ich. Okay. Na, da oben glaube ich, ne? Da oben. Normale Missile. Aber ach so, ich brauche eine normale Missile, ne? Und man kriegt wieder nur so ein Containerteil. Ich mag das, wenn das auf dem Boden liegt. Nee, verarscht mich hier nicht. Falls die überhaupt hier noch sind. So, dann sind wir hier. Der Raum gefällt mir gerade gar nicht. Na, der Raum ist das, okay. Okay, dann sind wir hier. Ah. Da wären wir wieder. Na, shit. Bin ausgewichen. Ich bin schon wieder ausgewichen. Bin schon wieder ausgewichen übrigens. Beamts. Hinter dich die Fähigkeit, Zahlenfeuer zu sagen, werden immer von 20 DM bis 400 DM gewonnen, aber das sind andere Zahlen. Bis 400? Also schon ein dickes Ding. Das ist ein dickes Ding. Oh, es hat sich gelohnt. Tankbauteil. Sehr, sehr nice. Also das hat sich gelohnt als Item. Und hier sind noch zwei. Als Kind konnte ich Sand essen, ohne es auszuspucken, oder sind andere Zeiten. Ich würde fast sagen, ich könnte das selbst heute noch, aber ich habe es selbst damals nicht getan. Also ich könnte es heute noch, wenn ich es damals getan hätte, besser gesagt. Aber ich war, glaube ich, eher das Kind, was andere Kinder gesagt haben, ey, ist lecker. Und dann gelacht habe. So eins war ich. Wo könnte es versteckt sein? Also es müsste hier sein, wo ich jetzt stehe. Ich habe da irgendwas leuchten sehen an der Seite, aber das... Ja, Mann, das kann es nicht sein. Ich würde sagen, von dem Raum aus, aber das finde ich echt kacke. Obwohl, das ist ja auch bei Dread ist das ja auch teils so, dass man wirklich von dem einen Raum zum anderen irgendwie muss. Da fehlt mir halt auch noch was. Ich würde gerne nochmal mit dem so einem kleinen Ding hier fahren. Mal schauen.
Wenn jemand Ideen hat oder so, kann das gerne sagen, ne? Doch, bei mir gab es auch Sandkuchen. Probiert habe ich auch so viel Sand. Ja, es hat ja auch nicht geschadet, ne? Sonst wären wir heute alle nicht hier. Ja, Sand habe ich natürlich auch gegessen. Ich glaube, das haben die wenigsten nicht. Bist du auch nicht. Also, ich glaube, jeder hat es getan. Hä? So ist das denn. So ist das denn noch an? Kann ich das benutzen? Nee. Benutzen kann ich es nicht. Ich frage mich, wo das. Hier sind die Dinger ja nicht drin. Hier habe ich ja schon geguckt. Das ist halt echt eigenartig, finde. Und ich weiß auch immer noch nicht, was das hier sein soll. Ich habe schon wieder falsche Taste gedrückt. Sand reinigt die Marken. Oh, so ein schöner klassischer Spruch. Wir hatten auch alle Sand im Auge. Na ja. Okay, das hat jetzt nichts gebracht. Also wenn ich zufällig auf Sandmännchen schalte, habe ich immer wieder Schlaf im Auge. Der Sandmann. Hey! Wieso hat es denn den letzten Male nicht geklappt? Kriegst du auch den anderen Gegenstand? Noch ein Missile-Container. Ja, das war auch die Mühe absolut wert. Na egal, wir haben dafür die Gegenstände. Wie viel Prozent sind wir denn jetzt gerade überhaupt? 96. Tatsächlich fehlt jetzt nur noch der eine Gegenstand. Was ist denn hier los? Warum kriege ich hier die ganze Zeit? Gut. Schön. Ich muss sagen, bei Sandmensch liegt bei mir irgendwie nie das, was ich wollte. Hey! Ist hier nicht so erschrecken. Willkommen, Luigi, was geht? Schön, dass du da bist. Und dann wird noch gefurzt. Ich bin entsetzt. Ich bin entsetzt. Okay. Ja. So, nein. Ich glaube, wenn wir mit dem Tempo hier weitermachen, wird das noch ein bisschen dauern, bis wir fertig sind. Aber hey, sind ja eigentlich nur vier Bereiche. Gesundheit. Gesundheit. Moment!
Ich gehe nicht nur mal von der anderen Seite dahin. Das mache ich nicht. Ah. Da fliegt irgendwas. War das nicht ein Easter Egg oder so? Ist da irgend... Hä? Warte mal, was ist das? Find geil, da war gerade so als Frage, gibt's hier Metroid Red Metroids? Und dann steht da als Antwort, ja, Super Metroid macht's doch klar. Das letzte Metroid ist in Gefangenschaft. Ja, toll. Deswegen gibt's ja auch noch in Other M und Fusion Metroids, klar. Ja, im Prinzip den Dread ja auch, aber... Das ist eine andere Geschichte. Guck mal, jetzt sind wir schon im richtigen Raum. Oh! Oh nein! Nein! Jedes Mal! Boah, das ist doch kacke! Guck mal, das ist doch nicht mehr lustig, ehrlich nicht. Habe ich das jetzt geschafft? Ich habe das geschafft, ohne Schaden zu nehmen. Sachen gibt's. Und jetzt kriegt man... Oh, doch, man kriegt was Gutes. Ein Tankportal. Und wisst ihr was? Damit haben wir diesen Sektor auf 100% gemeistert. Sehr, sehr schön. Dafür, dass ich gesagt habe, wir machen das nicht auf 100%. Easy. Jetzt weiß ich endlich, wie das geht, aber ich finde es halt trotzdem immer noch anspruchsvoll. Also ich finde immer noch, die sollten eine Taste machen zum Ausweichen. Das würde einiges erleichtern hier im Spiel. Einiges. Wenn ich da so ausgeschissen werde. Aber ich gehe nochmal speichern, bevor wir hochgehen. Frag mich auch, warum wir überhaupt hier überall hin müssen. Weil eigentlich kommen wir ja wieder jetzt in den Startbereich, oder nicht? Easy bravissimo. Oh ja. Dich nehme ich mit ins Grab. So. Ich finde es immer noch schade, dass man nichts aufgetankt bekommt, wenn man die Gegner besiegt. Demotiviert auch, die zu besiegen eigentlich. Naja. Mhm. Ah, schön. Da sind wir wieder zurück. Tatsache. Das klang nicht gut. Sind hier jetzt neue Gegenstände? Oder sind wir jetzt... Warte mal, wo sind wir denn jetzt? Ne, wir sind doch wieder hier. Ah, ich glaube, wir sind aber gar nicht hier lang gelaufen, ne?
Jetzt kriegen wir die mal in einem Schuss weg. Das ist auch schön. Ich will den Fahrstuhl nicht nehmen. Ich bin mein eigener Fahrstuhl. Okay, das geht so nicht. Das Gefühl, hier auf der unteren Etage ist hier gar nichts. Aha. Was haben wir hier? Ein Bankbauteil. Ein Tankbauteil. Ich glaube, jetzt müssen wir tatsächlich den Fahrstuhl nutzen. Wenn ich das Gefühl habe, dass das irgendwo hier drunter ist. Also, dass man hier irgendwie sich irgendwo runterrollen muss. Ja. Egal. Oh. Das ist auch eine Idee. Machen wir uns einfach den Weg zu. Sowas lieben wir doch alle. Sondern dass wenn man extra nach unten geht, weil man denkt, ey, gehen wir mal einen anderen Weg. Da. War ich hier gerade irgendwas falsch oder so? Oh, warte mal. Komm ich von da aus dahin weiter? Oh, hier geht's so. Auch gar nicht so weiter, wie ich es gedacht habe. Wieso kann ich mich von manchen Wänden abprallen, aber nicht von allen? Das finde ich auch ein bisschen eigenartig. Ja. Also in der Theorie könnte man auch höher. In der Theorie. Aber das Spiel hat es nicht so mit Theorie. Nee. Wo muss ich denn jetzt hin? Es fällt mir jetzt hier irgendwas? Natürlich würde ich niemals so weit kommen, wie du bist. Kommt drauf an, auf was denn das bezieht. Im Spiel? Vielleicht. Sonst? Na. Ja, nur, hä?
Ich verstehe jetzt echt nicht, wo ich hin muss. Ich müsste theoretisch ja den Fahrstuhl nehmen, aber der Fahrstuhl geht ja nicht. Natürlich könnte ich Frauen auch und Kinder haben. Oh, jetzt fängt das wieder an. Wieso reden wir in letzter Zeit so oft über sowas? Weiß jemand, wie wir weiterkommen? Nein! Ha! Ist da irgendwas zum Drücken oder so? Ich gehe mal wieder zurück. Ich bin ausgewichen. Ich bin schon wieder ausgewichen. Ich bin schon wieder ausgewichen. Warum speichert das nicht ab, wenn man diese beschissenen Tanks hat? Ich bin sogar ausgewichen, das hat man sogar gesehen. Bin schon wieder ausgewichen und dann hat er mich gegriffen. So, ich hole mal kurz den Gegenstand hier raus. Wo auch immer der war. Vorne. Ich wollte nicht schon wieder schreiben, denn Tree könnte ich Milliardär sein. Okay. Habe ich nichts gesagt. So, was haben wir hier? Hier kriegen wir nochmal eine andere Möglichkeit. Okay.